Diesen schicken Rappen habe ich bereits in einem anderen Video vorgestellt. Er entpuppte sich hier bei uns als traumhaft schöner Tölder, der seine Qualität auf der Ovalbahn am liebsten im mittleren Tempo mit Begeisterung entfaltet. So schön wie es einerseits ist, auf einem Tölder im kraftvollen Mitteltempo zu reiten, so ist andererseits auch das Erarbeiten eines gelösten, ruhigen Arbeitstempos wichtig und sollte zum Rahmen der Ausbildung gehören. Das Islandpferd ist zwar nicht zum Dressurpferd prädestiniert, seine Stärken liegen in anderen Bereichen. Aber an dieser Stelle kommen wir um eine gewisse dressurmäßige Arbeit nicht herum, um unserem Pferd zu mehr Elastizität, Durchlässigkeit und Gleichgewicht zu verhelfen. Kurz gesagt, die Rittigkeit soll sich erhöhen. Dafür ist es extrem wichtig, dass die Pferde lernen, den Schenkel des Reiters anzunehmen. Schenkelweichen und Schulter herein sind schlechthin die beiden Lektionen, mit denen man jedes Pferd nicht nur in der Rittigkeit deutlich verbessert, sondern das Reiten auf ein ganz anderes Niveau hebt und gerade im Tölt ein Pferd viel leichtfüßiger und schöner werden lässt. Crisou tat sich mit den ersten Schritten Schenkelweichen sehr schwer. Nachdem ich ihn an der Hand einige Male vorwärts-seitwärts treten ließ, fing er auch unter dem Sattel an zu verstehen, was ich von ihm wollte. Es wurde von Tag zu Tag besser und mittlerweile klappt es mit fast spielerischer Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit muss zunächst das oberste Ziel sein. Es gibt gerade hier auf YouTube eine solche Fülle von Videos, in denen Schenkelweichen und Schulter herein erklärt werden. Bei etlichen Videos wird dabei meiner Meinung nach viel zu sehr auf die rein äußerliche Form eingegangen. Zu oft wird das Geodreieck angelegt und wehe, das Pferd ist beim Schenkelweichen nicht genau 45 Grad abgestellt oder beim Schulter herein bewegt sich das Pferd auf 4 Hufspuren statt auf 3 Spuren, ist alles schon falsch und muss auf jeden Fall korrigiert werden. Dadurch werden viele Reiter verunsichert und sie reiten die Lektionen mit angezogener Handbremse, fangen an, am Zügel zu ziehen und die Lektionen werden verkrampft. Das Pferd macht sie steif, aber genau das Gegenteil soll doch erreicht werden. Das Pferd soll sich lösen. Es soll sich leicht mit dem Schenkel zur Seite drücken lassen und die gymnastizierende Wirkung der Lektionen selbst wahrnehmen. Natürlich soll das Pferd nicht über die äußere Schulter weglaufen, aber ob es beim Erlernen des Vorwärts-Seitwärts etwas mehr oder weniger Abstellung hat oder ob es etwas mehr oder weniger gestellt ist, können wir anfangs bis zu einem gewissen Grad tolerieren. Ob das Pferd die erste Zeit beim Schulter herein auf 4 statt auf 3 Hufspuren läuft, ist auch erstmal nicht so wichtig. Der Reiter sollte die Lektion nicht ihrer selbst wegen reiten. Das Wesentliche ist die Leichtigkeit, mit der die Lektionen möglichst direkt von Beginn an ausgeführt werden. Sie entscheidet darüber, ob das Pferd die Übung von Mal zu Mal leichter ausführt oder ob der Reiter schnell auf Widerstände stößt. Ein schön gerittenes Vorwärts-Seitwärts löst das Pferd und bringt es bereits in eine bessere Balance. Dabei löst sich das Pferd meist zuerst im Maul, dann im Genick und in der Halsmuskulatur. Je selbstverständlicher die Vorwärts-Seitwärts-Bewegung wird, desto besser nimmt das Pferd nun den Schenkel an, ohne gegen das Gebiss bzw. die Hand zu gehen. Das Pferd fühlt sich für den Reiter weicher und geschmeidiger an. Aus diesem Zustand heraus kann man nun in einem langsamen Tempo antölten. Das Reiten auf dem Zirkel kann dabei helfen, dass das Pferd das ruhige Tempo hält. Macht sich das Pferd wieder steifer und will schneller werden, geht man zurück in den Schritt und lässt es wieder kurz Schenkelweichen oder Schulter hereingehen. Aus dieser Arbeit heraus erwächst nach und nach ein ausdrucksvolles Arbeitstempo. Läuft sich das Pferd auf dem Zirkel in eine gute Balance, kann man auf die ganze Bahn wechseln. Bei dieser dressurmäßigen Arbeit gilt es, in kleinen Schritten voranzugehen und sofort wieder einen Schritt zurückzumachen, wenn es schlechter wird. Die Geduld zahlt sich am Ende aus, wenn das Pferd in einem erhabenen Tölt erstrahlt.